Finde ich ein spannendes, interessantes Thema. Was ist denn deine Sichtweise bezüglich Bakterien? Was sind Bakterien? Woher kommen Bakterien? Ja, Bakterien sind Einzeller, mit oder ohne Zellkern, weil sie sich entwickeln zunächst als Anaerobe, die keinen Sauerstoff brauchen, und werden weiterentwickelt zu sauerstoffreichen Bakterien, die unser Leben aufbauen. Jede Zelle unseres Körpers besitzt noch immer Bakterienteile und wird über Bakterien aufgebaut, sind die Bausteine des Lebens. Ja? Wir haben 10-mal mehr Bakterien in unserem Körper als Körperzellen. Überall haben wir es, im Auge, in der Nase, im Genitalbereich. Stellen Sie sich vor, die Frauen im Genitalbereich, die töten allein schon Bakterien, die Stäbchen. Keine Geburt, kein Sexualverkehr könnte stattfinden. Also sie machen eine Symbiose mit uns. Ja? Und sie sind ja nicht einmal eigene Wesen, sondern sie sind Vorstufen. Und sie können sich in jede Richtung entwickeln. Als Bakterien stehen andere Bakterien, sie verändern sich. Je nach Säuregrad, das hat ja Jean-Louis Pasteur gesehen. Einmal wurden die Bakterien kugelförmig, da waren es dann die Kochen, und einmal waren es die Stäbchen, die Streptokokken, die Ketten, und schließlich die Bazillen, das Stäbchen. Ja? Und je nach Krankheit, Diphtherie oder Tetanus, verändern sie ihre Form und ihre Funktion. Sie haben eine Funktion. Und sie treten ja nur auf, zuerst kommt die Schädigung. Hitze, Verbrennung, Unterkühlung, Mangelerscheinungen, Vitaminmangel, Gewebe stirbt ab. Die Bakterien haben die Aufgabe, jetzt das Kranke abzubauen, und treten dann erst auf den Plan. Und kommen als Eiterbakterien zum Beispiel. Das sind hochoxidative, hochenergiereiche Bakterien, die ja, nehmen Sie den eitrigen Finger her, sie haben sich bei der Autotür eingeklemmt. Stunden später klopft es da unter dem Nagel, und dann am nächsten Tag ist eine gelbe Blase, eine Eiterblase. Ja? Und wozu macht der Körper das? Sind da plötzlich jetzt böse, boshafte Eiterbakterien hereingekommen? Nein. Sondern der Organismus muss das, was hier jetzt zerstört wurde durch die Zerquetschung, muss jetzt dieses Gewebe auflösen, und es entleert sich dann, oder man geht zum Chirurgen, wird diese Blase entleert, der Eiter fließt ab, und dann heilt man wieder. Das heißt, dass die Bakterien stehen im Dienste unseres Lebens. Die sind nicht die Feinde unseres Lebens. Das hat Robert Koch und Paul Ehrlich haben das gemeint. Das war ein Irrtum, aber es hat damals schon Forscher gegeben, die das von der anderen Seite gesehen haben. Nicht also der Chirurg Billroth, also einer der bedeutendsten Denker der Chirurgie, der hat gesehen, dass die einen Menschen eitern beim Kriegslazarett, die Verwundeten, die einen haben geeitert und die anderen nicht. Also da hat er schon erkannt, dass der Organismus das selber entsteht. Ja? Die Bakterien bauen unser Leben auf, Abbau und neuerlichen Aufbau. Und wir wissen heute, dass wenn wir zum Beispiel mit Radioaktivität Tiere, Pflanzen zerstören, beginnen die Bakterien von neuem wieder das Leben aufzubauen. Also die Bakterien sind unsere Freunde. Aber wenn man diese Vorstellung wegließe und nicht zur Kenntnis nimmt, dann kann man weiterhin die Bakterien als unsere Feinde, und die müssen wir dann daher mit Antibiotika und mit Impfstoffen bekämpfen und uns vor ihnen schützen. Ja? Dass das nicht stimmt, wissen schon längst alle. So viele Internisten, so viele sind, wir sind auf dem falschen Weg. So viele Mütter mit ihren Kindern, die sagen, das siebte Mal Antibiotikum seit Oktober kriegt die Sarah. Da mache ich nicht mehr mit, da schaue ich nicht mehr zu. Das spürt jeder gesunde Mensch, dass das der falsche Weg ist. Aber sie sprechen noch immer vom Siegeszug der Antibiotika. Na bitte, der Siegeszug. Ich habe also seit meinem Studium habe ich verfolgt, dass kein einziges, auf wenige Antibiotika gibt es noch. Nach mehreren Jahren verschwindet ein Antibiotikum nach dem anderen, weil es immer tödliche Zwischenfälle gibt und Nebenwirkungen nicht. Allein in meinem Studium habe ich drei junge Menschen obduziert, die wegen eines Schnupfens ein starkes Antibiotikum genommen haben und gestorben sind. Menschen so gesund, gesund wie du, haben müssen, weil sie eine Reise vorgehabt haben, ein starkes Antibiotikum, ein sogenanntes Breitbandantibiotikum, und dann sind sie gestorben. Wahnsinn. Und das ist das. Und Paul Ehrlich, der Militärarzt, der also da wesentlich mitgewirkt, der hat, ist ja daher der Begründer der Chemotherapie. Der hat gesagt, das sind die Bakterien, wir müssen chemisch zielen lernen. Das war seine Sicht. Und das widerspricht ganz einfach. Das waren ja keine Ärzte. Das waren Militärärzte und schließlich Forscher, und haben dann im Zusammenhang mit der Industrie haben sie ihre Forschungen betreiben können und haben viel Geld bekommen.
und haben dann diese ganze Syphilis-Therapie mit dem Salvasan und Neosalvasan, haben sie groß angekündigt, jetzt haben wir das Mittel, zu 10.000 sind die Leute gestorben, bis man dann wieder endlich abgekommen ist. Und heute sind ebenso viele Antibiotika vom Markt verschwunden, da hört man nie mehr was davon. Mhm. Ja. Aber trotzdem versuchen sie es immer noch einzusetzen, obwohl sie mit der Resistenz zu kämpfen haben. Ja, die Resistenz tritt ja von Anfang auf, das weiß man, seit Beginn schon, Beginn des 20. Jahrhunderts weiß man, dass jede Antibiotikagabe, also dem das Penicillin, also seit Mitte des 20. Jahrhunderts, entstehen sofort andere Bakterien. Replacement hat man dieses Effekt genannt, dass an ihre Stelle treten andere, weniger aktive Bakterien. Mhm. Weil dieses Antibiotikum, also ein Pilz, tötet jetzt in der Überzahl, können die Bakterien jetzt hier nicht sein. Und dann wenden sie sich. Und das sind die sogenannten Spitalskeime. Ne? Mhm. Die Acinetobacter, das ist der Spitalskeim schlechthin. Das ist nur ein energiearmer, ein Anaerob, kommen wir hinein in den anaeroben Stoffwechsel. Mhm. Und der versucht wieder, das geschädigte Gewebe abzubauen, aber es gelingt ihm nicht, weil er nicht diese Potenz besitzt, weil sie nicht diese Sauerstoffkonzentration haben, weil sie nicht eben diese aerobe Stoffwechsellage haben, ja, Leistung haben. Und das ist das Problem, und das nennen wir dann resistent. Ja. Und wenn wir mehr zu viel Antibiotika geben, kriegen wir zu viel resistente Bakterien. Ja, freilich, weil der Körper bildet ja die Bakterien, um das Kranke abzubauen und das Gesunde wieder aufzubauen. Aber es ist das völlig falsche Verständnis, weil wir das als Feind betrachten. Mhm. Erst neuerdings gibt es etliche Forscher, die eben erkannt haben schon, wir brauchen die Bakterien. Und heute wissen wir für die biologische Landbau, die effektiven Mikroorganismen. Genau, ja. Und auch ganz viele Bakterienpräparate gibt es heute inzwischen, nicht Milchsäurepräparate, ja, wo man Bakterien einsetzt, um viel erfolgreicher Bakterien zu machen. Also die Darmbakterien, ne, setzt man heute ein. Sind ja lebenswichtig. Wir wissen heute, dass die Vitamine erzeugen, Amine erzeugen, Vitalstoffe, die für unser Gehirn wichtig sind, für unsere Stimmung. Wir wissen heute, dass wir mit Antibiotika Depressionen auslösen, wenn wir so und so viele Bakterien vernichten in unserem Darm. Ja? Mhm. Aber das Wissen von der Propaganda her, auf dem die ganze Antibiotika- und Impfindustrie beruht, das wird uns noch immer eingehämmert. Ja. Ja? Also Hände weg vom Antibiotika. Ja, freilich. Besser den Körper aufbauen, schützen, mit Nährstoffen aufbauen. Die Fehler ausschalten. Bei chronischen Krankheiten ist es die Fehlernährung. Und bei akuten Krankheiten lernen umzugehen mit der Kälte, nicht? Also wie müssen wir uns abhärten, wie verweichlichen wir unseren Körper? Und die Ernährung, was müssen wir, zuckerreiche Ernährung den Kindern, der Darm wird damit ruiniert und dann fehlen so und so viele Bakterien, die also in Wirklichkeit die Abwehr des Körpers erst möglich machen. Mhm. Ja? Also wir müssen uns mehr mit dem Umfeld und mit der Lebensweise beschäftigen. Das, was die alten Ärzte immer schon getan haben, die sogenannten Makrobiotik, nicht? Wilhelm Uferland hat das ja genannt, die Lehre vom langen Leben. Was müssen wir alles tun, damit wir lange leben? Und nicht, wie wir Krankheiten bekämpfen, diese eitle Vorstellung und der Feind. Und das ganze Impfthema ist ja rein militärisch, das ist der Feind. Das ist voll von diesen Begriffen, die Fehlbegriffe sind. Die nicht verstehen die Natur, die das Leben nicht verstehen. Ja, dem Leben nicht vertrauen, oder auch? Das ist auch so ein Aspekt. In Bezug Vertrauen haben zur Schöpfung überhaupt, zur Genialität, zur Schönheit der Schöpfung verloren haben, nicht mehr sehen, nur mehr Angst haben, nur mehr Angst verbreiten. Ja, ja, ich finde das wirklich ein spannendes Thema, das mit den Bakterien. Das ist ein ganz anderer Standpunkt, wie wir es jetzt gelernt haben. Eben Bakterien sind die Feinde. Ja. Ich finde das echt toll, also finde das schön. Nimmt einfach auch viele Ängste. Wie siehst du das mit den Viren? Also wenn wir schon bei den Bakterien sind, was sind dann eigentlich Viren? Sind das jetzt Freunde oder Feinde oder weder noch? Was gibt es da für Forschungen? In aller Kürze und in einfacher Verständlichkeit, der Begriff Virus heißt Gift. Kommt aus dem Lateinischen, nicht? Also der alte römische Arzt Publius Celsus hat ganz einfach gemeint, ein Virus muss das sein, ein Gift, der lateinische Name. Ja? Mhm. Das war bis heute die Vorstellung vom Virus, irgendein Gift. Ja? Und ab dem Zeitpunkt, wo wir zum ersten Mal im Lichtmikroskop Bakterien gesehen haben, und die man dann aber im Laufe der Zeit, viele andere Krankheiten, zum Beispiel Masern, da hat man die Bakterien nicht gesehen,
muss es also kleine Bakterien gegeben. Und da haben sie gemerkt, das sind die Viren. Also wie sie plötzlich gesehen haben, dass es da Lebewesen gibt, feindliche, die unseren Organismus von außen angreifen, muss es auch so kleine Bakterien geben, die wir in unserem Mikroskop nicht sehen. Mhm. Das schreibt ja auch der deutsche Hygieniker der Universität Rostock, Wilhelm Kollert, schreibt ja, Werner Kollert, in seinem Lehrbuch 1937, das unsichtbare Virus. Wir wissen, dass es das Virus ist, hat er gemeint, 1937 bitte. Mhm. Aber es hat es nicht gegeben, es war nicht dingfest zu machen. Erst 1940, durch die Entwicklung des Elektronenmikroskops, ist es möglich, Strukturen zu finden, die wir dann als die gesuchten Viren gedacht haben. Da waren plötzlich kleine Strukturen, die bestimmte Aminosäuren sind und bestimmte DNA-Teile haben. Und die hat man gesagt, das sind unsere gesuchten Viren. Ja? Also, und man weiß heute, dass diese am Aufbau der Bakterien beteiligt sind. Das sind die Vorstufen zu den Bakterien. Ja? Mhm. Und die Bildung der Organismus bei bestimmten Krankheiten, ja bitte, das ist ja alles ein Organismus. Das ist ja nicht, die Bakterien ist ja nicht für sich allein, dass da irgendwo in der Atmosphäre oder in meinem Körper da plötzlich sich austobt, sondern das ist ja eingebunden in den Organismus und hat seine Aufgabe. Und das, was wir heute molekularbiologisch, also mit moderner Erkenntnis sieht, das ist bitte ein Zellorganell, also ein Zellteil, der ganz bestimmte Aufgaben hat und wiederum gesteuert wird vom Nervensystem, vom Stoffwechsel, vom Immunsystem und so weiter. Ja? Und das ist das Virus. Aber wir haben die Vorstellung, das ist das historische, mythologische Virus. Das kommt also das Mosca-Virus und das Westnil-Virus, natürlich meistens aus den armen Ländern, weil nie von Manhattan und nie Wall Street-Virus. Oder Basel-Virus, undenkbar, sondern immer nur solche Viren, ja, schreckliche Viren, Ebola, na freilich, ja, und Zika neuerdings. Ja. Also das ist also die Vorstellung, dass das Lebewesen wären, feindliche. Also da gibt es wüsteste Vorstellungen. Und die werden auch so verbreitet, ja. Die werden so uns mitgeteilt, überliefert. Ja. Weil damit schließlich das ganze System noch einmal der Impfung dieses System aufbaut. Also Viren, das, was wir heute wissen, ist nichts anderes als ein Zellorganell, aus dem sich weiterhin Bakterien entwickelt werden vom Organismus. Sie sind keine eigenen Lebewesen. Mhm. Auch die Bakterien sind keine definitiven eigenen Entitäten, wie man sagt, also keine eigenen Individuen. Mhm. Ich bin das Diphtheriebakterium. Sondern das kann sich ebenso zurückentwickeln zu einem anderen Eiterbakterium, zu einem Keuchhustenbakterium und so weiter. Mhm. Was der Organismus damit, das ist ja alles unterworfen einem System. Ja? Und der andere Begriff des Virus war ja, dass man das Impfvirus bei der Pockenimpfung, hat man gemeint, das, was da in dem Pockenbläschen da ist, nach der Pockenerkrankung, das ist das Impfvirus. Ja? Aber das war schon das Gift. Und da hat man noch nicht das gewusst, was man heute darunter versteht. Aber das hat man allgemein als das Virus bezeichnet, das Gift. Ja? Und heute alles, wenn eine Krankheit neu definiert wird, ist, und man findet kein Bakterium, dann ist es ein Virus. Nicht? Und die Kinderärzte und die Heilärzte, die Industrie liefert Tests, wo sie sagen, entweder hast du ein Bakterium oder du hast ein Virus. Nicht? Entweder ist deine Krankheit viraler Genese oder bakterieller Genese. Ja. Also so simpel. Ist ein bisschen zu einfach. Es ist einfach zu einfach. Danke vielmals. Gehen wir mal zu den Kinderkrankheiten. Ja. Wenn jetzt ein Kind eine Kinderkrankheit durchlebt, zum Beispiel Masern, wie behandelst du denn? Was sind deine Behandlungsvorschläge? Mein Gott, ich habe Kneippmedizin erlernt und habe Homöopathie erlernt. Mhm. Ja? Und uns allererst, für alle Eltern, die das anschauen oder zuhören, das sind alles heute bei unserem Gesundheitszustand leichte Krankheiten. Mhm. Das muss man zuallererst einmal sagen. Wenn man gar nichts tut, wird es auch. Bei Masern, wenn die Augen wehtun, infolge der Hornhautentzündung, Vitamin A-Mangel haben wir schon gesagt. Ja. Dann verdunkeln, erinnern sich alle Kinder, wie sie Masern gehabt haben. Heute haben wir ja wesentlich seltener, weil einfach genug Obst, Gemüse, Getreide, Speisen heute da sind. Die sind heute, vollwertige Ernährung ist heute bei den meisten jungen Eltern das ganz Normale. Darum haben wir ja so selten. Bitte, wir haben früher pro Jahr 1000 auch gehabt, allein in Österreich. Und heuer, bis von Jänner, haben wir bisher 5 gemeldete Fälle. Bitte, das ist ja verschwindend gering, es lohnt sich ja gar nicht, darüber Aufhebens zu machen. Keuchhusten oder Masern, aber wie behandle ich es? Was passiert im Spital?
Bettruhe. Mhm. Grippe, Bettruhe. Lungenentzündung, Bettruhe. Schonung. Mhm. Keine starken Medikamente, sanfte Wasseranwendungen und wer sich mit der Homöopathie auskennt, homöopathische Mittel. Mhm. Oder allein schon die Anwesenheit der Mama. Mhm. Ist ein Heilmittel. Ja. Vergesst man völlig. Mhm. Darum rufen sie, Mama, ich habe Ohrenweh. Das Kind will ja nur haben, dass ihr Mama herkommt. Und wie behandle ich es? Und selbstverständlich mit Beobachtung, mit Aufmerksamkeit, aber auf keinen Fall mit starken Medikamenten. Mhm. Die Komplikationen, wie wir sie heute im Lehrbuch dann anführen, entstehen ja erst durch die Behandlung. Mhm. Da schmeißt man Antibiotika hinein bei den solchen Kindern. Ja, ich finde das einfach ein wichtiger Punkt, dass man das mal sagt, mir kommt vor, in der heutigen Zeit rennt man wegen jedem Husten dann zum Arzt und holt sich die Medikamente. Und früher war es wirklich so, man hat einfach Bettruhe genossen, man ist ins Bett, man hat das auskuriert, man hat sich Zeit genommen. Ebenso. Körperliche Schonung, das ist Nummer eins. Und das ist ja ganz stark im Kommen. Ja? Das war ja so, dass ja Karl der Große hat ja angeordnet, in jedem Klostergarten, in jedem größeren Gehöft musste ein Kräutergarten sein. Das war bis 1900, vor dem Zweiten Weltkrieg, hat es in jedem Dorf, in jedem Markt hat das gegeben. Mhm. Überall in jedem Haus hat sich eine Person zumindest ausgekannt. Eibisch, Pfefferminz, Wermut, Hauswurz. Und alle haben das gewusst anzuwenden, die Großmütter, haben das alles gekannt. Die haben keinen Husten unterscheiden können von Diphtherie, das haben die können. Ja? Und ab dem Zweiten Weltkrieg, zumindest in Österreich und in Deutschland, wo die große Industrie eingesetzt hat, ist das alles völlig nicht mehr. Ich habe das erschütternd festgestellt, wie ich meinen ersten Hausbesuch gemacht habe, ich war Spitalarzt, dann bin ich in die Praxis gegangen, kommt zu einem jungen Mann, hat ein hohes Fieber und Husten. Ich habe nur das eine gelernt vom Spital, da gibt es einen Husten-Tee. Den habe ich ihm gegeben. Und jetzt, Wochen später, sind Tag für Tag die Leute von der Industrie gekommen und haben mir erklärt, welches Antibiotikum ich zu geben habe. Mhm. Das hat mich schon widerstrebt damals. Ja? Aber dann ist man drinnen in dem System und dann gibt man bei jedem, was nur möglich ist, Antibiotika. Mhm. Ja? Und das ist zu billig, das ist zu einfach und das muss man lernen. Und sind ja die Ärzte unglücklich selber darüber. Sagen ja so viele Ärzte, wann hört man endlich auf. Aber es hat sich auch herumgesprochen, unter den Patienten, die verlangen das. Ja. So viele Ärzte wären froh, wenn es, würden gerne nachschauen kommen. Ich komme schon, nein, Herr Doktor, wir fahren morgen Urlaub. Mhm. Ah, wir hätten sofort ein Penicillin, ja? Weil das so ein Bewusstsein ist. Mhm. In Wirklichkeit ist es ja kein Bewusstsein, sondern eine Bewusstseinsverdunkelung. Ja. Das stimmt, ja. Es muss alles immer schnell weg und gehalten werden. Oberflächlichkeit. Oberflächlich, genau. Scheinheilig. Scheinheilungen. Mhm. Hat Gründer der Homöopathie gesprochen von den Scheinheilungen. Ja, das trifft sehr gut. Ja. Man sagt ja auch, dass zum Beispiel bei Erwachsenen eine Kinderkrankheit viel schwerer verläuft. Ja. Und dass die Erwachsenen auch Fieber zum Beispiel dass es viel gefährlicher ist für die Erwachsenen. Ja. Stimmt das? Und wenn ja, warum ist das so? Müssen wir noch einmal beginnen. Die Kinder kriegen leicht hohes Fieber. Sie kriegen gleich viel Anschläge. Wenn die krank sind, da spielen sie alle Register. Der Erwachsene kriegt nicht mehr so leicht Fieber. Und der aufgebrauchte Mensch, der Krebskranke, kriegt kein Fieber mehr. Aha. Der ist schon am Ende, der kann das nicht mehr. Der ist schon aufgebraucht, der ist schon vergiftet. Darum haben wir die Chance, die Krebspatienten, die noch Fieber erzeugen können, die haben noch eine Chance zu genesen. Mhm. Aber bei vielen ist das endgültig bereits verloren, das ist vorbei. Und Kinderkrankheiten sind nichts anderes als die Reaktionen im Kindesalter. Darum nennen wir sie Kinderkrankheiten, sind keine eigenen Krankheiten. Mhm. Das sind nur die Reaktionen des kindlichen Organismus, das wesentlich vielfältiger, wie ein, wie ein Feuerwerk. Mhm. Später reagiert man nicht mehr so viel. Und dann sind die Kinder grantig und essen nicht. Dann sind die Mütter verzweifelt. Mein Kind isst nicht. Ja, aber der Erwachsene hat Fieber und geht trotzdem essen. Mhm. Während das Kind erbricht, dann die Mutter gibt einem fieberkranken Kind zum Essen, damit sie auch schnell wieder gesund wird und dann bricht. Dann ruft sie mich an, Herr Doktor,
mein Kind erbricht. Und dann komme ich hin und hat 40 Fieber und hat Husten. Ja, ja, das hat es außerdem. Ja. Also es ist eine falsche Einschätzung. Mhm. Ja. Und die Kinderkrankheiten sind nicht eigene Krankheiten, sondern das Kind reagiert so. Und wenn ein Erwachsener angenommen einmal Masern hat oder Mumps, meistens bei 17, 18, 20-Jährigen, ganz selten im höheren Alter, sehr selten, aber gibt es auch, die haben noch ein gesundes Immunsystem. Und darum kriegen sie hohes Fieber und das stört natürlich beim Erwachsenen viel mehr. Wenn ein Kind krank ist mit Fieber, dann bitte. Aber wenn ein Erwachsener, der einen Beruf tätig ist oder eine Verantwortung hat, und der kriegt Fieber, und der bleibt ja nicht einmal im Bett, darum ist es gefährlicher, nicht? Der soll eigentlich, was wir tun sollten bei Fieber, sollten wir zu Hause bleiben und krank sein. Das dürfen wir heute nicht mehr. Ja. Wir müssen ja alle gesund sein. Und wir müssen ja alle noch gesünder werden. Und wir dürfen ja auch überhaupt keine Krankheit mehr bekommen. Ja, das ist ein spannender Punkt. Also es ist so im Bewusstsein der Menschen im Moment, dass das einfach verboten ist. Als könnte man die Krankheit abschaffen und als hätten wir die Krankheit längst in Folge unseres Fortschritts schon überwunden. Wir vergessen, dass der Mensch das ist. Der ist noch dasselbe wie vor Jahrhunderttausenden. Der ändert sich nicht. Ja, vielleicht unsere Erkenntnis, vielleicht unser Bewusstsein. Ich hoffe, unser Bewusstsein ändert sich. Dann wird es besser. Aber nicht die Technik hat sich gebessert. Ja. Genau, da gibt es immer Fortschritte. Hippokrates, sehr schnell. Der berühmte Arzt im alten Griechenland, der hat immer die Krankheiten zurückgeführt auf unsere Lebensweise. Ausschließlich auf unsere Lebensweise. Und heute ist es ein Bakterium, ein Virus, geheimnisvoll und ein Gen. Machen wir es uns leicht, das ist es nicht. Der Patient hat es leider auch gerne. Das ist das andere Schuld. Ja. Obwohl, es wäre eigentlich leichter, wenn man es mal anders anschauen würde, schlussendlich. Ja, wir müssten zuerst einmal, was sind die Fehler in deiner Lebensweise? Wenn ein Kind akut krank ist, was ist jetzt passiert, gestern und heute? Was hat es zum Essen bekommen? Wie haben wir es mit der Kette gemacht? Haben wir es durchnässt? Was haben wir für Fehler gemacht? Nummer eins. Und wir haben Fehler gemacht und die machen wir immer. Auch bis zum letzten Tag. Da können wir alles wissen. Ich bin Kneipparzt und ich weiß genau, wie das alles funktioniert. Und trotzdem mache ich auch die Fehler. Der Mensch macht Fehler und dann sind wir krank, aber dann wissen wir, woher es kommt. Genau. Und damit ist für die Eltern, wenn sie es wissen, schon ein beruhigend. Aha, er war gestern zu lang auf und da war es außerdem kalt und vorher war er verschwitzt und jetzt ist kein Wunder, dass er heute eitrige Angina hat. Aber wenn die eitrige Angina etwas ist, was Geheimnisvolles ist, durch beta-hämolisierendes Streptokokken, da werden wir noch kränker durch die Angst alleine, sind wir oder? Schutzlos ausgeliefert. Ein weiterer Titel aus deinem Buch heißt, warum die Impfung gegen Tetanus, also Wundstarrkrampf, nicht schützen kann. Wie kommst du zu diesem Schluss und was sind deine Forschungsergebnisse diesbezüglich? Vielleicht beginnend einmal, dass ja in Frankreich die Tetanusimpfung entwickelt wurde. Die sogenannte aktive Impfung, am Louis Pasteur-Institut 1936. Und die haben begonnen, alle französischen Soldaten zu impfen. Ja? Ab 1940 wurde dann Pflichtimpfung eingeführt in Frankreich. Die hatten die für andere Impfungen ja auch schon, die Pflichtimpfung. Und wurden alle Franzosen, Mann, Frau, Alt, Kind, gegen Tetanus geimpft. Und dann ist der Zweite Weltkrieg begonnen. 1940 hat es also nur mehr 300 Tetanus-Tote gegeben in ganz Frankreich. Ja? Und dann sind die Tetanus-Toten, obwohl alle geimpft, trotz allgemeiner Impfpflicht, haben die Tetanus-Toten zugenommen. 41 waren es 442, 543 und 44 waren es auf 800 Tote. Und erst allmählich ist dann die Todesrate zurückgegangen, ganz langsam, nicht so steil angestiegen. Die Folge war der Zweite Weltkrieg, weil ganz einfach die schweren Verletzungen, aber viel mehr noch der Hunger. Eine Schlacht von der Normandie, die größte Schlacht in der Geschichte überhaupt bisher, in der Menschheitsgeschichte. Da wurden ja alle Getreidefelder, alle Verkehrswege, Eisenbahnen, alles vernichtet. Das heißt, eine Hungersnot ist ausgebrochen. Die Soldaten mussten wochenlang marschieren, ohne überhaupt nur einen Tag einmal satt zu werden. Und in diesem Hungerstoffwechsel tritt der Tetanus auf und da hat keine Impfung hat genützt. Die Impfung hat überhaupt nichts genützt. Diese Zahlen habe ich vom französischen Gesundheitsministerium, habe ich auf
habe ich Gott sei Dank bekommen. Ja? Mhm. Ein Sohn von mir war damals gerade in Paris und da haben wir die Zahlen sicherweise bekommen. Also die Thesen sind nie genützt. Und warum sie nicht schützen kann? Weil die alten Chirurgen schon wussten, dass das eine Krankheit der Kriege ist und der Hungernden. Denn nur im Hungerstoffwechsel, wenn du dich befindest, dass er die also über Tage, Wochen im Hungerstoffwechsel sind, kann der Körper eine normale Wundheilung nicht durchführen. Aha. Für eine normale Wundheilung brauchst du Eiterbakterien. Das sind sauerstoffreiche, energiereiche Bakterien. Eiter, die erzeugen also eine Schädigung und es entsteht Eiter, das Eiter wird abgesondert. Ja? Mhm. Und wenn du im Hungerstoffwechsel sich befindet, der Mensch, also dann hat er nicht, das ist das Blut nicht so vollwertig, sagen wir es mal so, und hat auch nicht die Sauerstoffkonzentration, die es notwendig ist, dass Eiterbakterien entstehen. Mhm. Er kann keine Eiter, sondern er entwickelt dann Tetanusbazillen. Diese sind anaerobe Bakterien, also die arbeiten ohne Sauerstoff. Und geheimnisvollerweise, warum entsteht denn da so ein schreckliches Krankheitsbild? Wie kann die Schöpfung überhaupt, wie kann in der Natur so ein Krankheitsbild entstehen mit diesen grässlichen Krämpfen, der Rückenmuskulatur und das über Wochen sich hinziehen kann, bis der Mensch in der Schöpfung steht. Wie kann das sein? Weil der im Hungerstoffwechsel, da zerfallen dann, weil Gewebe zerstört wurde, zerfallen dann die Zellen und auch die Tetanusbazillen, die der Körper erzeugt. Und da entsteht also Tetanusgift, das sogenannte Tetanospasmin, aber zugleich auch Tetanolysin. Das heißt, es ist ebenso ein Amin, das die Krämpfe wieder löst. Der Krampf dient offenbar dazu, dass Blut herangeführt wird. Wenn es uns kalt ist und wir machen im Winter die Hände so, dann werden die Hände am schnellsten warm. Ja? Oder wir würden uns verkrampfen. Es gibt Kranke, zum Beispiel die Chorea major, wo diese Menschen ständig solche Kranken haben. Die haben immer warme Hände und Füße. Und da, offenbar, ich kann es mir nicht anders erklären, bitte, aber es stimmen mir viele Menschen zu, dass es nur so sein kann, dass dieser Krampf dazu dient, Blut zur Wunde hinzuführen, damit wieder sauerstoffreiche Eiterbakterien die Tätigkeit ausüben können. Und damit überlebt dann der Mensch den Tetanus, damit heilt er den. Wir haben ja viele Menschen, die in den armen Ländern, nicht? Die Neugeborenen, die sterben in den ersten Lebenstagen und ersten Lebenswoche, weil die Mütter ja keine Milch haben. Die verhungern. Und die Nabelschnur kann nur heilen mit sauerstoffreichen Bakterien. Diese schwarze Kruste bei der Nabelschnur. Und wenn diese Sauerstoffkonzentration im Blut nicht vorhanden ist, entstehen, und man sieht ja heute auch nur mehr Bilder von farbigen der neugeborenen Tetanus. Nur von farbigen. Wenn Sie in YouTube gehen, sehen Sie nur farbige. Wenn Sie schauen, neugeborenen Tetanus, sehen Sie ein schreckliches Bild. Aber nur die verhungern. Das heißt, sie leiden den Hungertod unter dem Bild des Wundstarrkrampfs. Man hat ja nach dem Krieg in Österreich, aber sogar in der Schweiz noch, hat man nach dem Krieg, also obwohl der Krieg in der Schweiz war, aber doch hat es ja noch die Armut gegeben. Hat es ja noch bei weitem weniger Tetanusfälle gegeben in der Schweiz. In der Schweiz hat es ja nur, also kaum einen Unterschied zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg gegeben, da ist die Kurve fast flach. Erst nach 1950 ist der Wohlstand auch in der Schweiz gekommen, weil der Krieg ist ja nicht an Schweiz pur aus Trübe gegangen. Die technische Entwicklung und so fort. Erst dann ist es verschwunden. Ich habe noch gewusst von einer Familie in Luzern, die haben nur eine Ziege gehabt und zwei Apfelbäume nach 1950. Ja. Es hat also noch gegeben. Ja. Und die Frauen haben noch nach der Geburt Wundstarrkrampf bekommen, obwohl dort nie eine Gartenerde oder Tetanusbazillen hineinkommen. Also in zuenden Wunden, die nicht offen sind. Zu den Wunden. Ja. Und das hat es ja nie gegeben, sondern im Gegenteil. Da ist nie so eine Berührung. Sondern auch der Organismus bildet die Tetanusbazillen selbst, ja? Und tritt nur im Hungerzustand auf. Okay. Nur im hohen Alter, wenn Menschen zum Beispiel schwer zuckerkrank sind und die dann schwere Gefäßschäden haben, wo dann auch die Blutversorgung nicht mehr ausreicht, wo also große Bereiche des Gewebes unterversorgt sind, dort können noch Tetanusbazillen entstehen, ja? Und da gibt es also noch in Österreich circa alle 5 bis 10 Jahre noch einen tödlichen Tetanusfall. Aber nur dort.
Aber gesunde Menschen, gesunde Kinder, ausreichend Ernährte, das ist vorbei. Okay. Und die Impfung, erstens hat sie nie geschützt und das Konzept ist völlig falsch. Das Konzept ist völlig falsch, dass wir dann in Narkose versetzen und relaxierende Substanzen geben, das heißt muskelentspannende. Das verhindert ja überhaupt nicht das eigentliche Problem und unterstützt den Körper nicht. Wohl aber hat schon Kneipp mit hyperemisierenden Maßnahmen, das heißt mit Blutanreicherung, dafür gesorgt, dass Wundstarrkrampfe genesen sind. Ja? Also auch in der Homöopathie, die Tradition der Homöopathie hat Tetanus-Krankheit, ist dort wunderbar beschrieben, wie welche Mittel und warum dieses und jene Mittel, sind ganz bestimmte Mittel, die in Frage kommen. Nur bestimmte Menschen erkranken an Tetanus. Mhm. Selbst unter den Soldaten von damals im Krieg haben nur, die gleichen Soldaten haben nur ganz wenige von ihnen, die schon eine bestimmte Anlage gehabt haben zu trägen Stoffwechsel. Ja. Mhm. Aber wenn man das alles nicht berücksichtigt, wenn man alles ausblendet, wer ist dieser Mensch, wie lebt er, in welchem Zustand befindet er sich, sondern nur ein Bakterium, Mikroskop sucht und das findet und das ist Öl, ja, dann kommen wir auf solche Resultate. Mhm. Ja, weil das wird ja noch eingesetzt heutzutage, wenn mich ein Hund beißt oder wenn irgendwas... Ja, da wird behauptet, du musst Tetanus geimpft werden, obwohl es keine Impfpflicht auch nicht mehr gibt, Gott sei Dank. Aber es gibt natürlich das, was wir heute überhaupt kaum berührt haben. Die Tetanusimpfung macht etliche Nervenschäden. Ja. Mhm. Ja, kommen wir doch zu den Nebenwirkungen. Was für Nebenwirkungen haben denn Impfstoffe? Können sie haben oder Langzeitschäden und warum? Wir müssen davon ausgehen, dass ja von diesem Tatsache ausgehen, dass wir eine Krankheit hervorrufen durch die Impfung. Mhm. Das ist, dass im Süden würde der Körper keine sogenannten Antikörperreaktionen erzeugen können. Wir schätzen eine Krankheit, ein Gift, ein biologisches Gift, ja, fügen wir zu, bringen wir ein. Und jetzt muss der Körper reagieren. Und diese Reaktion nennen wir dann Krankheit. Ja? Das ist eine Abwehrreaktion. Und das bitte hat verschiedene Verläufe. Mhm. Ist das ein Mensch, der robust und gesund ist und der in der gesunden Umgebung lebt, der übersteht das. Ist der aber gerade zu diesem Zeitpunkt impfen, gerade nicht gesund, wie es also bei den Impfschäden am laufenden Band ist, der hat gerade eine Grippe gehabt, hat gerade eine schwere Durchfallerkrankung gehabt. Da machen wir dann und da impfen wir hinein. Mhm. Der ist gerade krank. Man, da gehört auch, ist auch eine fantastische ärztliche Leistung. Da ist ein kranker Mensch, von mir und ich impfe da hinein. Mhm. Du musst ihn mal zusammenbringen. Du brauchst schon ein bisschen eine gewisse Banalität, um das zu tun. Oder Primitivität, sagen wir mal so. Mhm. Jedenfalls, so funktioniert das nicht. Ja? Und dann gibt es außerdem noch, der eine verträgt das besser und der andere nicht. Das, was die Impfung, das stimmt, bitte 80 vertragen, sondern das ist halt irgendwas anderes. Ja bitte, wir sind ja nicht gleich. Ja. Da denkt man doch, was wir den Kindern in den ersten Lebenszeiten da hineinpumpen an Impfstoffen. Unglaublich, was die aushalten. Mhm. Und wir wissen ja nicht, was die alles für Schäden machen. Ob das die nervöse Schädigung, die Krankheitsneigung wir erzeugen. Das machen wir einfach, ohne uns Gedanken darüber zu machen. Ja natürlich. Und das heißt, die schlimmsten Schäden sind die sogenannten Schäden am Nervensystem, wo es also zu schwerer Gehirnentzündung kommt und dann Lähmung und Schwerstbehinderung und Intelligenzdefekte und nervöse Defekte. Aber viele andere, jede Krankheit kann entstehen durch eine Impfung. Mhm. Wenn ich eine Krankheitsneigung habe zu Rheuma durch eine Impfung, ja, und was wir ganz vergessen, auch Krebs, ist ja Stadium. Ja. Was glauben Sie, wie viel Brustkrebs nach einer Impfung zum ersten Mal auftritt? Mhm. Bauchspeicheldrüsenkrebs nach einer Grippeimpfung. Das habe ich nicht einmal erlebt. Wird das auch verfolgt? Sehen wir keinen Zusammenhang. Das kann ja nicht sein. Bitte, unsere Ärzte. Kann ja nicht sein, eine Impfung gegen Grippe und dann kriegt er Bauchspeicheldrüsenkrebs. Mhm. Das kann ja nie sein, weil die Bauchspeicheldrüse ist da und die Grippe ist wo. Na bitte, wie banal stellen wir uns das vor? Sehr banal gedacht. Ja. Also man sieht es ja gar nicht mehr ganzheitlich. Dann. Nur noch alles getrennt. Man will es gar nicht sehen. Mhm. Man will es gar nicht sehen. Und wie passiert das? Das passiert in der Praxis. Der Arzt impft. Wie geht das weiter? Der kriegt eine Grippeimpfung. Jetzt kriegt er einen Bauch, dann geht er zum Internisten, da kommt ein Spital. Fragt ja keiner nach einer Impfung. Mhm. Das heißt also, wir haben viel mehr Impfkrankheiten, als wir überhaupt uns denken können. Ja.
Und man müsste zwei Jahre aussetzen. Man müsste mal 2 Jahre aussetzen in einem Land. Das wäre sofort erkennbar, was wir damit anrichten. Ja, vor allem die chronischen Krankheiten wahrscheinlich auch. Ja, natürlich, weil man ja schwer nachvollziehbar. Masernimpfung, impfen wir die Masernkrankheit ein, von einer Masernkrankheit das Blut. Mit allen Bildern, die wir haben, mit allen Krankheitssymptomen, von Lungenentzündung bis Mittelohrentzündung, schwere Bronchitis, schwere Myalgien, also Muskelrheuma, entzündliche Erkrankungen, das impfen wir hinein. Mhm. Und der Schwäche, und das geht immer ein zweites Mal an der Auffrischimpfung. Ja. Und der empfänglich ist, der die Krankheitsneigung schon hat, seine Gesundheit wird von Mal zu Mal angegriffen und geschwächt. Also noch mehr geschwächt eigentlich. Einfach mehr geschwächt. Da stellt sich halt mir dann auch manchmal die Frage, sind denn zum Beispiel die Ärzte jetzt, Allgemeinärzte, geschult, was, also wie ein Impfstoff wirkt, was da drin ist, was für Nebenwirkungen haben kann, oder fehlt da das Wissen? Oder? Also kurz, das sind die Wirkungen des Impfstoffs, nicht einmal die Nebenwirkungen. Ja, gut, wenn wir haben ja auch positive Wirkungen in Wirklichkeit. Mhm. Aber gut, lassen wir das weg jetzt. Aber nein, sie werden nicht geschult. Mhm. Sie werden nicht geschult, sie erfahren irgendwas im Studium von Killerzellen und Immunkörpern und so weiter, aber weiters nichts. Geschult werden sie dann von der Propaganda, von der Industrie und von den Medien. Mhm. Die Vogelgrippe kann kein Arzt erkennen. Aber das war in New York Times und dann war es auf der ganzen Welt und dann erfahren wir, dass es die Vogelgrippe gibt und dann erzählt uns ein biologisches Institut, wie das Blut einzuschicken ist und wie die das dann nachweisen im Test. Diese Wissenschaft, die machen ja die Industrie. Ja, was soll man dann von den Ärzten sagen? Je älter die Ärzte sind, je länger sie in der Praxis sind, umso mehr halten sie sich von Impfungen zurück. Denn sie sehen, was passiert. Ihre eigenen Patienten werden durch eine Impfung krank. Mhm. Die jungen Ärzte, die Absolventen der Hochschule, die jungen Eskolab-Jünger, denen kannst du ja bald was erzählen. Und dann musst du es bei der Prüfung sagen und lernen. Und dann ist er am letzten Stand der Wissenschaft, meint er. Ja, ja. Ja, er kann jetzt die ganze Welt heilen, meint er. Aber das legt sich bald, solange jemand länger dabei. Und die niedergelassenen Ärzte sind immer die Ersten, die vom Impfen aufhören. Mhm. Das heißt, es gibt also doch Ärzte, die mich unabhängig und kompetent auch beraten können. Wenige offenbar. Gibt es genug, da müssen Sie sehr viel Vertrauen zwischen dem Patienten und dem Arzt haben. Ja. Denn das wird ja verfolgt. Dass ich Berufsverbot bekommen habe, war ja das Musterbeispiel. Mhm. Man muss sich vorstellen, im 21. Jahrhundert, Zeitalter der deklarierten Menschenrechte, kriegt ein Arzt, wird er ausgeschlossen. Mhm. Seine Vertrauenswürdigkeit wird geprüft. Im 21. Jahrhundert, wenn er etwas sagt, was ohnehin hunderte Ärzte wissen und sie nicht zu sagen getrauen. Das ist wahrscheinlich dann auch eben schade, oder? Weil sie sich nicht trauen, da sich hinzustellen. Ja, es gibt wenige, oder? Wir haben in Österreich mit Frau Bettig, der verstorbenen Schweizer Vorkämpferin, haben wir ja Impfsymposien für Ärzte gemacht. Mhm. Patovac haben wir es genannt, die pathologischen Wirkungen der Impfung. Ja? Und das sind 50 bis 100 Ärzte 5 Jahre hindurch zum Symposium gekommen und haben österreichische, Schweizer und italienische Ärzte haben referiert dort. Mhm. Und nach dem Einsetzen des Berufsverbots ist alles wieder verstummt. Mhm. Es gibt aber genug Ärzte, die mit ihren Patienten, wenn sie allein sind und denen sie sagen können, sie vom Impfen arbeiten. Und dann noch etwas. Eine Studie hat ergeben, dass die Ärzte nicht einmal die Hälfte zu den durchschnittlichen Impfungen geht. Und am wenigsten gehen die Chirurgen zu den Impfungen. Ah, ja. Die halten von der Medizin sowieso nichts. Ja? die sind der Meinung, sie wissen mehr als alle anderen. Schaut auch so aus. Nicht? Weil was die machen, da sieht man wenigstens was. Nicht? Ja, das stimmt. Anderes ist sowieso mehr oder minder Behauptungsmedizin oder sowas. Mhm. Eine Glaubenssache fast schon. Ja, eine Glaubenssache. Also wo kann man sich denn jetzt zum Beispiel am besten informieren über Impfung? Also jetzt halt natürlich selbstständig forschen wahrscheinlich, zu deinen Vorträgen gehen,
Du hältst ja auch immer noch Vorträge zu diesen Themen. Wo können sich denn zum Beispiel auch Ärzte oder Mediziner informieren lassen? Gibt es da spezielle Stellen oder sind da auch deine Vorträge? Oder es ist allgemein ein Bewusstseinswandel. Mhm. Ja. Zu Hilfe ist uns gekommen das Internet. Ja. Bisher hatten wir nur die großen Medien und den Lehrstuhl. Ja? Mhm. Wobei auf der Uni selbst, wir im Medizinstudium, nur einen einzigen Nachmittag über Impfen unterrichtet wurden. Und zwar über die Technik des Impfens. Nichts sonst. Wir glauben, wir haben im Medizinstudium über Impfen was gelernt. Mitnichten. Sondern das, was heute über Impfen erzählt wird, erfahren Sie durch die Arzneimittelvertreter, durch die Ärztebesucher und durch die Medien. Also, aber jetzt ist das Internet uns zu Hilfe gekommen. Mhm. Und viele Medizinstudenten, Ärzte, besuchen diese Seiten, das sind die bestbesuchten Seiten. Und da ist also nicht nur ein Wissen aufgeholt worden, sondern auch das Bewusstsein geworden. Und deswegen werden wir auch alle eingeladen. In Deutschland Impfkritik, in der Schweiz ist jetzt ja ganz groß Impfentscheid, die Aktion NIE. Also da ist ja vieles in Bewegung gekommen durch die Frau Petek. Also, und natürlich gibt es auch alle halben Jahr taucht ein neues Buch auf gegen das Impfen. Früher hat es nur gegeben von Dr. Buchwald, Impfen, das Geschäft mit der Angst. Und dann noch der unglaubliche Irrtum von Delarue, eine Französin. Aber jetzt können Sie 10 Bücher gegen das Impfen sofort auftreiben und bekommen. Und natürlich muss man selber studieren. Ärzte machen das auch. Und wir werden ja auch in der Schweiz zum Beispiel werden wir eingeladen. Ich habe vor wenigen Monaten in Zug gesprochen vor vielen Heilpraktikern und Ärzten. Das ist jetzt im Kommen. Und die Impfskepsis nimmt weit zu. Und das nicht nur in der Schweiz und in Österreich, sondern auch in der Slowakei, in Finnland, in Bulgarien, Rumänien. Wir haben erst unlängst ein Treffen gehabt, wo also wirklich halb Europa vertreten war. Litauen. In Italien, Südtirol ist momentan eine ganz große Auseinandersetzung. Aber auch in den Vereinigten Staaten hört man ständig, dass da ein unglaubliches Bewusstsein da ist, dass das nicht so sein kann. Und eine Bewegung natürlich, und dagegen werden sich die eingesessenen, festgemauerten Vorstellungen. Nein, das war immer so und das gehört so und Impfen schützt und braucht man es ja nicht. Und natürlich auch die Industrie, und sie reagieren sehr empfindlich. Also muss ich Ihnen so nebenbei sagen. Scheinbar, ja. Muss ich Ihnen sagen, dass jene Ärzte, die den Mund aufmachen, einiges auf sich nehmen müssen, ja. Das stimmt. Aber wenn wir es machen, und es macht uns Freude, und so viele Menschen, wöchentlich bekomme ich Danke, dass sie das für uns machen. Meine Kinder sind nicht mehr geimpft, ich bin ihnen vielmals dankbar. Und solche Dinge kommen am laufenden Band, Woche für Woche, ja. Ja, ich meine, es ist auch wirklich sensationell, dass du das machst und so durchziehst und nicht einfach aufgibst, weißt du, und klein beigibst. Ich bin da hineingekommen und irgendwo habe ich mich dann dieser Fügung regelrecht unterworfen und es macht mir Freude. Das ist das Wichtigste. Ja. Du hast ja auch einen Verein gegründet, die AEGIS, das ist, steht für aktives eigenes gesundes Immunsystem. Magst du dazu noch was sagen? Genau genommen hat das die Frau Petek, Anita Petek, die Verstorbene, gegründet für EG Schweiz. Für die Schweiz, und genau. Wir haben uns dann zusammengeschlossen und haben auch die rechte Lunge, EG Österreich, dazu entwickelt. Ja. Und das hat sich dann sehr gut entwickelt. Es gibt auch sogar ein EG Südtirol, auch sogar ein EG Luxemburg. Also das soll eben heißen, alle Eltern gegen Impfschäden oder aktives eigenes Immunsystem. Und da machen wir diese Aufklärungsarbeit. Mhm. Ja. Und ich selbst bin der ideologische Berater und meine Frau, die in diesem Fall wunderbar sie leitet das Ganze, die ganze Organisation und das übernimmt. Mhm. Wissen Sie, manchmal bezeichnet man uns wie Bonnie und Clyde, ja, weil wir so aufrührerisch und so weiter. Ja. Und bestimmte Menschen in Österreich, wenn die das Wort Eges hören, geraten die fast in Zornausbrüchen, ja. Mhm. Hat unlängst ein Kind. In Zeiten wie Aegis kann man das nicht mehr so einfach sagen. Nicht? Also es ist was weitergegangen und viele Menschen unterstützen uns. Und wir werden von der Bevölkerung, von den Menschen eingeladen.
Ja. Wir sind keine finanzkräftige Organisation, wir sind zwei völlige Amateure, was Geschäft betrifft, was Marketing betrifft, was Publikation, wir sind völlige Amateure, aber wir werden immer eingeladen. Mhm. Ja? Ja, also so gesehen, und das sollten mehr Menschen machen, es gibt inzwischen kleine Vereine, auch insbesondere im ehemaligen Ostdeutschland, also in Chemnitz gibt es eine Gruppe, in Dresden gibt es eine Gruppe, in Arnsfeld gibt es eine Gruppe, also es gibt also auch spontane genug, und das sollte mehr werden. Es ist also eigentlich keine Institution, sondern einfach eine Initiative. Mhm. Ja. Genau, das kann man wahrscheinlich alles auf der Webseite dann nachschauen. Auf der Webseite von aegis.at kann man das anschauen. Und, ja. Das ist nicht sehr schön, aber mehr können wir uns nicht leisten. Naja, aber, ich finde es schon ansprechend. Es erfüllt seinen Zweck. Alles drauf, sehr was man wissen Zugriffe. Muss. Genau, ja. Sehr schön. Ja, dann kommen wir schon langsam zum Ende unseres Gesprächs, ja. Johann. Jetzt habe ich noch ein paar Satzanfänge vorbereitet, aha, die ich dich bitten würde, ganz spontan zu vervollständigen. Ja. Ja, hoffentlich bin ich nicht nervös. Ja, ja, probieren wir es einfach mal. Ne? Impfungen sind? Ein Irrtum, ein finsteres Kapitel, haben die genützt, Schaden. Ich hoffe, das Ende der Impfära ist bald gekommen. Krankheit ist? Ein Heilversuch des Körpers, Reaktion auf Schädigung, auf Irrtümer, auf Fehler. Und zugleich ein Heilvorgang. Wir wollen, im Menschen steckt die Heilung drinnen. Der Neigung zur Heilung ist da für uns alle. Gesundheit ist? Gesundheit ist stark, kräftig, ein Geschenk und auch ein Verdienst. Das Gesundheitssystem ist? Wie die Gesellschaft. Das Leben ist? Die Spur eines liebenden Schöpfers. Ich bin? Hoffentlich nicht umsonst da gewesen, möchte eine Spur hinterlassen. Am liebsten würde ich? Es noch erleben, dass wir vom Impfen aufhören. Ich würde niemals? Das, was ich erkannt habe, vergessen oder verschweigen. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass die Leute aufhören, sich zu ängstigen. Es brauchen sich die Menschen keine Angst zu machen. Wir brauchen uns nicht so viel zu fürchten. Liebe ist? Die Antwort auf die Liebe, die wir bekommen haben. Und jetzt ganz zum Schluss. Wenn du die Möglichkeit hättest, eine Botschaft an die ganze Menschheit zu richten, welche Botschaft wäre das? Noch einmal. Sie brauchen keine Angst zu haben. Wir brauchen keine Angst zu haben. Machen wir unsere Sachen, die wir erkannt haben. Dankeschön. Das sind weise Schlussworte. Vielen lieben Dank, Hans, für dieses tolle Gespräch, für diese spannenden Standpunkte. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin mit deinen Unternehmungen. Danke vielmals, Aline. Das war auch sehr beglückt. Danke. Und auch euch, lieben Zuschauern zu Hause, vielen lieben Dank fürs Dabeisein und Zuschauen. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Free Spirit TV, der Sender jenseits des Mainstreams.